Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Am Ende der letzten Episode haben wir ja noch einen Assassinenauftrag / Templar Killing Mission gemacht und dabei ist ein gewisser Twist aufgefallen und jetzt machen wir direkt den zweiten Teil hier. Ich wusste doch, das sieht aus wie ein Assassin. Dieses toller Idiot von einem Bruder führt euch in die Irre. Fangt am Anfang an, Freund. Vor kurzem machten wir die Bekanntschaft einer formidablen Frau. Ying Lang, Piratin aus den entlegensten Meeren des Orients. Faszinierend. Sie und Vance wurden schnell beinahe unzertrennlich. Aus welchem Grund hielt er eure Männer für Spione? Nun, es gibt da diesen Schatz. Oh? Wir haben eine Schatzkarte. Jeder eine Hälfte. Kommt, ich treffe ihn jetzt, wenn ihr mir unauffällig folgt. Hört ihr es mit eigenen Ohren. Folgt mir in einigem Abstand. Falls ihr gesehen werdet, dann sagt ihr, wärt meine Leibwache. Es gibt Diebe, die vor nichts zurückschrecken, um eine Kartenhälfte zu bekommen. Okay. Dann musst du auch jetzt losrennen, denke ich. In Vegetation verstecken. Fort! Er wird gleich hier sein. Los, versteck dich, Edward. Oh mein Gott! Es ist sogar vorgegeben, in welcher Vegetation ich mich verstecke. Versteck. Ah, weil er da durchläuft. Okay, gut, ist logisch. Guten Tag, Bruderherz. Guten Tag, Bruder. Wenn ich dich noch so nennen darf. Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch. Und wenn die Gerüchte in der Stadt glaubwürdig sind, dann wünschst du dir, dass ich sterbe und verschwinde. Ab dann komm. Du wirst diesem Tratsch doch keinen Glauben schenken. Na, so ist zu klein. Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie. Und ich versuche, eine Tragödie abzuwenden. Gut gesagt, Bruder. Nichts geht über die Familie. Außer dem Geschäft. Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschäft das ist. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Richtig, richtig. Jetzt sag mal, hast du sie dabei? Sie? Meine Kartenhälfte, meinst du? Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte zu dem Schatz, zu unserem Vermächtnis? Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht beschützen müssen. Im Gegenteil. Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz, unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, ihn im Bunker zu lassen. Sicher. Besitzt du denn keinerlei Fantasie? Kannst du den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute nehmen? Ich glaube wirklich nicht. Die Travers-Besitzungen und Plantagen. Kein Schmuggel mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Worauf warten wir noch? Aber Vance... Glaubst du wirklich, deine Zukunft wird so einfach sein? Wie meinst du das? Was willst du damit andeuten? Ich will nichts andeuten. Ich frage dich lediglich, stellst du dir Ying wirklich als Dame unseres Hauses vor? Herrin der Dienerschaft, Ehefrau und Mutter? Warum denn auch nicht? Zweifelst du an ihrer Liebe, an ihren Fähigkeiten? Natürlich nicht. Aber ich kenne sie so wie du auch. Und du weißt, sie ist kein Kind von Traurigkeit. Sie braucht die See, die Herausforderung. Wird ihr jemals ein Leben als Hausfrau gefallen? Ihnen geht dich überhaupt nichts an. Vance, hast du vor, sie zu ehelichen? Natürlich. Ich sage es nur ungern. Ich glaube nicht, dass sie einverstanden ist. Oh. Und was verschafft dir so tiefe Einblicke in ihr Herz? Abgesehen von ihrer Natur glaube ich einfach nicht, dass sie die ist, die sie zu sein behauptet. Du bist neidisch. Neidisch? Nein! Doch! Ich sorge mich nur um dein Wohlergehen, Bruder. Du musstest immer der Lieblingssohn sein, der Goldjunge! Du erträgst nicht, dass sie ihr Herz an mich verschenkt, während sie dich keines Blickes würdigt. Also hast du sie. Was geht denn hier ab? Nur um Bedenken. Eines sage ich dir. Ich werde sie heiraten. Ich töte dich, wenn es sein muss, und bekomme deine Kartenhälfte. Und dann kann jeder sehen, welcher Bruder mehr Ehre besitzt. Schönen Tag noch. Ah ja. Dann verfolgen wir den einfach mal. Oh, der hinterlässt sogar noch eine Spur auf dem Boden. War das? Ich dachte kurz, das ist so ein Dieb. Puh, kurz hatte ich Angst, dass ich die Mission wieder verkackt habe. Ha!
Aber was hier abgeht, ey. Jedes Mal irgendjemand bitcht immer. Es bitchen sich irgendwie alle. Ja, saukrass hier in Assassin's Creed Black Flag. Das könnte hier auch Game of Thrones Black Flag sein oder irgendwas. Ahoi, Captain. Müsst ihr abtauchen? Meine Liebe. Hast du eine Karte? Noch nicht. Noch nicht. Was sage ich dem Orden? Du weißt, wir können nicht fort, bis ich sie habe. Ich kümmere mich darum. Ist das die aus dem... Mehr Zeit. Mehr Zeit? Deine Loyalität macht dich schwach. Du bist nicht manns genug, es zu beenden. Meine Blume, es ist schon geschehen. Ich heuerte niemand an. In Kürze ist Abtons Leben beendet und die Karte gehört uns. Du heuerst jemand an? In euren Schriften hat kein jemand angeheuert? Nein, kein war ein Mann. Komm auf das Feld, sagte er zu Abel. Und dann tat er es selbst. Er brauchte keine Handlanger, der ihm die Axt führt. Er hatte nicht so viele Zeugen wie wir hier in Nassau. Vertrau mir, es geschieht jetzt. In diesem Moment? Nichts kann ihn mehr retten. Was? Wie? Wow, wow. Warum tötest du denn? Oh, alter Brudermord. Das gilt, ist doch schon fast hier... hier Todsünde. Nee, Vatermord ist eine Todsünde, aber... Fuck. Alter. Die bitchen sich richtig hart rum. Okay. Irgendwo im Hinterhof? Ich weiß es nicht. Wo töten sie sich? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist er. Fick dich, 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 fick dich! Ich hab dich richtig hart gefickt. Edward? Schätze, ich habe euch gerade das Leben gerettet. Vance. Er sagte, er tötet mich. Ich hielt es für Gerede. Er ist mein Bruder. Trotz allem, was ihr sagtet, hätte ich niemals gedacht, dass... Erstmal seid ihr sicher. Doch ein kleiner Ausflug aus Nassau heraus täte euch bestimmt gut. Ha! Mission 2 von der Templerjagd 2... 4 beendet. Ha! Gibt's hier noch mehr jetzt? Alter, da gibt's ja noch einen Assassinenauftrag. Abtons Sorgen. Wow. Hier geht's ja mega ab. Krass. Aber wenn... Oh Gott, sind dann sau viel Aufträge. Ist ja richtig hart. Trotz alledem würde ich sagen, gehe ich mal zurück. Wow, ich habe schon 2000 Plätze gut gemacht bei den wohlhabendsten Piraten. Ja, okay, gut. Ich gebe ja auch die ganze Zeit mein Geld aus. Dennoch würde ich jetzt mal gern gucken, was ich denn hier noch investieren könnte. Damit hier auch alles mal wächst und gedeiht. Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Das... 7000? Für ein Lagerfeuer? Really? Warum? Gruppe kostenlos anheuern. Brauche ich nicht. Wobei, betrunkene Piraten kostenlos auf ewig anheuern? Nein, das Upgrade ist, scheint mir nicht so profitabel wie andere. Natürlich müsste ich mal gucken, was es anderes noch gibt. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden, aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. 15.000, das Upgrade im Tänzerinnen kostenlos anzuheulen. Oh, fuck. Das ist zu teuer. Gibt es irgendwelche Upgrades noch hier in der Stadt? Ja, es gibt irgendwas oben bei meinem Haus. Also ich habe es jetzt einfach als mein Haus deklariert. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist mein Haus. Es gibt keine Frauen? Really? Hier gibt's Frauen. Ah, mein Gott. Steckt einfach rein, wo es reinpasst. Netze noch raussuchen hier. Einfach nur reinstecken. Oh, wenn das jetzt irgendein Upgrade ist, dass das meine Villa geiler ausschaut, dann will ich verdammt sein, weil das kostet nämlich bestimmt viel Geld. Und wo zur Hölle komme ich in mein Haus rein? Also ich gehe jetzt... Ich gehe wirklich definitiv davon aus, das ist mein Haus. Huch. So.
Da geht's lang. Ja, das ist eindeutig mein Haus. So fühlt sich das doch hier an. Fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Oh. Herrenhaus, Fassade, kaufen. Okay. Kaufe ich mal eine gescheite Fassade. Gibt's noch was? Irgendwie ist es noch nicht ganz fertig. Turm und Gärten. 18.000. Fuck. Sau viel Kohle, die hier verlangt wird. Ha, okay, also hier kann ich im Grunde mein eigenes Haus upgraden und nicht alles, was die Piraten draußen wollen und benötigen. Was bist denn du für einer? Alter, du hast hier nichts zu suchen. Das ist mein Haus. Naja. Damit würde ich schon sagen, reicht's für diese Episode schon mit Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Das nächste Mal fangen wir endlich wieder an mit einer Hauptmission. Dann machen wir endlich wieder weiter und gucken, was denn da so alles abgeht. Also dann, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Like, wenn ihr noch mehr sehen wollt und keine Episode verpassen wollt, dann abonniert mich. Ich bedanke mich und see ya.